Hallo, hier ist Flo Preuß. Herzlich willkommen zur großen Sicherheit im Wintersport-Kampagne von Snowtrax. Heute wollen wir uns ganz dem Thema Verletzungen widmen. Klar, Wintersport ist eine Riesen-Gaudi, macht super viel Spaß, aber Verletzungen kann man trotzdem leider nicht ausschließen. Aber mit einer guten Vorbereitung können wir uns vor Verletzungen schützen. Und wenn ihr dann fit seid, könnt ihr noch länger Skifahren, noch mehr Spaß beim Skifahren haben und den Urlaub noch mehr genießen. Wenn ihr euch überlegt, dass beim Skifahren der Körper teils 5, 6, 8 Stunden am Tag belastet wird und das dann auch noch über mehrere Tage nacheinander, ist es klar, dass der Körper irgendwann ermüdet und verletzungsanfällig wird. Deswegen ist es eigentlich selbstverständlich, dass eine Vorbereitung dazugehört. Einmal die Grundkomponente Ausdauer. Dafür könnt ihr joggen gehen, schwimmen gehen, Radfahren gehen, im Fitnessstudio auf den Crosstrainer gehen, wie es euch am liebsten ist. Und natürlich die Komponente Kraft. Da das Knie das am häufigsten verletzte Gelenk beim Skifahren ist, wollen wir uns heute besonders mit dem Thema Beinkraft auseinandersetzen. Dafür könnt ihr folgende Übungen machen. Für die Abfahrtsocke startet in einer hüftbreiten Position und geht dann in die Knie, bis ihr einen Kniewinkel von 90 Grad erreicht habt. Ihr probiert Oberkörper, Knie, Schultern so nah wie möglich aneinander zu bringen. Die Ellbogen dabei schön vor den Knien halten, wie beim Skifahren. Und in dieser Position verharrt ihr erstmal 1 bis 1,5 Minuten. Wenn ihr etwas fortgeschrittener seid, könnt ihr in dieser Position auch noch ein bisschen wippen, als ob ihr schon gleich auf der Piste wärt. Die zweite Übung ist der Ausfallschritt. Für den Ausfallschritt startet ihr auch wieder in einer hüftbreiten Position und macht einen großen Schritt nach vorne. Dann senkt ihr die Hüfte so lange ab, bis das vordere Knie einen Kniewinkel von 90 Grad erreicht hat. Ihr verharrt kurz in dieser Position und bleibt im Balance. Anschließend stoßt ihr euch ruckartig wieder vom Boden vorne ab, sodass ihr zurück in den Stand kommt und wiederholt die Übung mit dem anderen Bein. Achtet dabei darauf, dass der Bauch und Rücken angespannt ist und der Kopf immer oben bleibt. Bei den Ausfallschritten solltet ihr ca. 8 Wiederholungen pro Seite machen, wenn ihr könnt, gerne mehr. Am besten machst du die Übungen so 3 bis 4 Mal pro Woche und machst immer 3 Wiederholungen pro Übung. Und du wirst ganz schnell merken, wie du fitter wirst und es dir immer leichter fällt. Wie ich es ja bereits erwähnt habe, wird das Knie beim Skifahren besonders stark belastet und ist besonders verletzungsanfällig, da es einfach in seinen Bewegungen und in seiner Struktur sehr sensibel ist. Deswegen habe ich jetzt noch 2 Übungen für euch, bei denen besonders die ums Knie liegende Muskulatur angesprochen wird. Und das ist besonders für die Leute, die bei den vorherigen Übungen noch nicht ins Schwitzen gekommen sind. Los geht's! Wir starten in der hüftbreiten Position, bringen die Knie Richtung Zehenspitzen, gehen leicht in die Knie, spannen den Po an, strecken damit die Hüfte und gehen auf die Zehenspitzen. Jetzt gehen wir in dieser Position runter, bis wir auf den Knien sind, gehen in die Hocke und stehen wieder auf. Das beansprucht besonders die Muskulatur, die direkt hier oben ums Knie liegt. Die zweite Übung ist der Schneepflug. Dafür stellen wir uns etwas breiter als hüftbreit hin und machen eine Variation der Kniebeuge, die dem Schneepflug ähnelt. Ihr steht auf der Innenkante vom Fuß und bringt die Knie zusammen. Ihr könnt die Breite anpassen, wie es für euch gerade gut ist, und wiederholt diese Übung am besten 10 Mal. Vielleicht sogar öfter, wenn ihr fit seid. Die meisten Verletzungen passieren früh morgens, wenn die Muskulatur noch nicht aufgewärmt ist, oder am späten Nachmittag, wenn die Beine müde sind. Deswegen hier noch ein paar Tipps von mir. Erstens, nehmt euch morgens kurz Zeit und wärmt euch auf. Zweitens, macht über den Tag ein paar Pausen. Drittens, wenn die Pisten am Nachmittag aufgewühlt sind oder der Schnee schwer wird, fahrt den Bedingungen angepasst, übertreibt es nicht. Und viertens, kontrolliert zwischendurch immer wieder euer Material und ob die Bindung ordentlich eingestellt ist. Ich wünsche euch bei der Vorbereitung und natürlich beim nächsten Skiurlaub viel Spaß. Euer Flo. Servus.